Wie gerade bereits schon erwähnt, ist das erste funktionale Kriterium die Ergänzung. Und die Ergänzung beschränken sich auf das Subjekt und auf das Objekt im Satz, weil wir jetzt, wie gesagt, funktional, ich schreibe es nochmal mit dahin, funktional den Satz, die Satzglieder betrachten. Und da haben Subjekt und Objekt auf jeden Fall eine Funktion. Die werden als Ergänzung anbenannt, wenn es um Nominalgruppen geht. Ein Beispiel. Wir brauchen deinen Rat und aber im Vergleich dazu, wir bedürfen deines Rates. Da habe ich hier einmal ein Genitiv. Ne? Wisst ihr, seht ihr, habt ihr erkannt? Und da habe ich dann aber ein Akkusativ. Und da, also ein Genitivobjekt kann man das dann jetzt auch schon nennen und ein Akkusativobjekt. Und da sehen wir, dass das Verb, es geht vom Verb aus, eine Ergänzung braucht, nämlich ein Objekt in einem gewissen Fall. Deswegen bestimmt das Verb hier das Objekt, ob es jetzt im Akkusativ steht oder im Genitiv steht. Deswegen nennt man das Ergänzung zum Verb, wenn man möchte. Natürlich braucht ein Verb auch immer ein Satzglied vor der Personalform hier, in dem Fall beides mal wir. Das ist einfach so, dass immer ein Subjekt mit dazugehört. Und zwar ist es dann immer Nominalgruppe im Nominativ. Die beiden Sachen, wenn man das sich hier weiterdenkt, Ergänzung zum Verb. Weil wir den Satz immer vom Verb aus analysieren und ein Verb braucht immer ein Subjekt und auch immer in den meisten Fällen ein Objekt. Gerade bei Verben, die weitere Stellen im Satz eröffnen. Wir brauchen, ja, was braucht ihr denn? Oder wir bedürfen, ja, was bedürft ihr denn? Da öffnet das Verb also immer Stellen und dann wird festgelegt vom Verb aus, ob es sich um ein Akkusativ, Genitiv oder auch um ein Dativobjekt handelt.